an Katrin Rausch. Sie haben den Forschungspreis der Bechterew-Stiftung erhalten. Herzliche Gratulation. Was ist der Inhalt der Forschungsarbeit? Prämiert wird die Entwicklung und Evaluation einer Rumpfkrafttestbatterie für Personen mit Bechterew, welche mittlerweile wichtiger Bestandteil ist vom Refit Assessment. Das war die Masterarbeit von Philipp Baltesberger. Betreut wurde er von Professorin Karin Niedermann. Und meine Aufgabe war es, diese Rumpfkrafttestbatterie ins BFIT zu implementieren. Außerdem 13 Physiotherapeutinnen und 62 Bechterew-Betroffene, die in Bechterew-Gruppentherapien zusammenkommen, dieses Projekt unterstützt. Also stehe ich hier stellvertretend für viele Personen und wir alle freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit. Warum ist Rumpfkrafttraining wichtig für Bechterew-Betroffene? Bechterew betrifft ja insbesondere durch eine chronische Entzündung die Wirbelsäule und durch einen starken und stabilen Rumpf können auch Krankheitssymptome und Beschwerden reduziert werden. Ein starker und stabiler Rumpf hilft uns allen im Alltag, zum Beispiel wenn wir eine schwere Einkaufstasche nach Hause tragen oder wenn wir Gartenarbeit machen oder Sport. Und man nennt den Komplex zwischen Bauchmuskeln, Rückenmuskeln, Beckenboden und Zwerchfell auch das Powerhouse, im Pilates nennt man das so. Und ist man dort stabil und stark, hilft uns das im ganzen Körper, eben auch bei Bechterew-Symptomen. Wie viel Bewegung und Sport wäre gut für Bechterew-Betroffene? Als Faustregel würde ich sagen, je mehr Bewegung, desto besser. Wir unterscheiden dabei zwischen Alltagsaktivität und spezifischem Training. Wir wissen mittlerweile aus der Forschung, dass die Bewegungsempfehlungen für Gesunde auch gültig sind für Personen mit Bechterew. Das heißt, sie sind wirksam, sicher und machbar. Und da gilt, dass man pro Woche mindestens 150 bis 300 Minuten moderate Aktivität oder 75 bis 150 Minuten intensive Ausdaueraktivität machen sollte. Hinzu kommen zweimal pro Woche mindestens Krafttraining für alle großen Muskelgruppen, also zum Beispiel Arme und Beine oder Rumpf, und Übungen, die das Gleichgewicht, also Neuromotorik und Bewegung erhalten oder fördern. Ja, es ist nicht wenig, so machen sollte. Ja. Wie messen wir die Rumpfkraft? Bisher gab es keine passende Rumpfkraft-Testbatterie oder Möglichkeit, Rumpfkraft zu messen. Deswegen haben wir eine bestehende Batterie, die vom Bundesamt für Sport bei Athleten eingesetzt wird, modifiziert. Das heißt, wir haben die Ausgangsstellung angepasst. Jetzt wird Rumpfkraft-Ausdauer gemessen in drei Ausgangspositionen. Hier sieht man jetzt eine von den drei Ausgangsstellungen von dem Test. Das ist der Vierfüßlerstand. Jetzt gleich hebt die Person die Knie ungefähr 2 cm vom Boden ab, muss die Position so lange halten wie möglich. Dann können wir eine Aussage machen über die Rumpfkraftausdauer. Wie ist die Rumpfkraft in BFIT integriert? Natürlich ist das ein ganz wichtiger Teil. Jede gruppenleitende Physiotherapeutin und Physiotherapeuten, die wissen um die Wichtigkeit von Rumpfkraft und leiten spezifische Übungen an. Und die Rumpfkraft-Testbatterie ist Teil vom BFIT Assessment. Gibt es weitere Projekte? Ja, wir haben einige Folgeprojekte. 4 Physiotherapie-Bachelor-Studierende erheben momentan Normdaten. Das heißt, sie messen die Rumpfkraft-Testbatterie mit Gesunden, sodass wir die Daten besser interpretieren können. Dann haben wir noch ein Team von Bachelorstudierenden, die den Zusammenhang zwischen Handkraft und Rumpfkraft evaluieren. Und wir haben momentan ein App-Projekt, also die Entwicklung von einem elektronischen Trainingstagebuch steckt in den Kinderschuhen. Und eine Masterstudentin wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten dazu eine Nutzerstudie durchführen. Was motiviert Sie persönlich für die Forschung zugunsten des Morbus Bechterew? Ich durfte in den letzten Jahren schon einige Projekte mit Bechterew-Betroffenen und auch mit der SVMB durchführen. Und ich nehme die Menschen mit Bechterew als sehr sportliche und offene Menschen, positive Menschen wahr. Und sie haben Interesse an unserer Arbeit, also an Bewegungsförderung generell, eben weil sie sich gern bewegen. Und das nehme ich als wahnsinnig motivierend wahr, sodass die Zusammenarbeit auch sehr angenehm ist. Danke für das Gespräch.